Einen wunderschönen guten Abend an alle. Sie sind herzlich willkommen bei Trading Stars, so wie es auch hier ganz groß auf der Internetseite von uns steht. Und wir haben ja heute mal etwas ganz anderes vor. Und dieses etwas ganz anderes Vorhaben freut mich umso mehr aus gerade zwei Gründen. Zum einen, es sind schon zahlreiche Leute hier, die sich heute mal gesagt haben, wir gucken uns eben nicht den DAX-Chart oder den Euro-US-Dollar oder sonst etwas an, sondern wir widmen uns einem ganz anderen Thema, nämlich einem ganz zentralen Thema, Faktor Mensch. So hat es Eberhard genannt und an Eberhard auch jetzt schon gleich vorweg ein herzliches Dankeschön, genau dieses Webinar so auch heute zu halten. Eberhard ist mittlerweile schon so ein wenig Teil des Trading Stars Teams geworden und macht so hin und wieder auch ein eigenes Webinar. Wir hatten vor einem guten Monat etwas ganz Technisches, nämlich zu Servern und VPS-Anbindungen, also wirklich Technik pur. Und heute ein ganz anderes Thema. Auch natürlich nicht jetzt der Wechsel zur Charttechnik, technischen Analyse, auch keine Expert Advisors. All diese Themen stehen heute nicht auf dem Programm, sondern es geht genau um uns, um den Faktor Mensch, warum gesunde Trader mehr erreichen. So ist der Titel. Und naja, jetzt spanne ich uns schon alle ein wenig auf die Folter, inklusive mir, denn auch ich bin ganz neugierig auf das, was heute hier zu berichten ist. Und möchte deswegen natürlich jetzt auch schnell mal übergeben an Eberhard Freier, der an ganz anderem Ort sitzt als ich selbst. Uns trennen ein paar hundert Kilometer, aber dank der ganzen Technik macht das natürlich alles nichts. Also nochmal herzlich willkommen und ich übergebe mal an Eberhard und bin schon ganz gespannt, was uns heute mit dir von dir dann erwartet. Wart Freier, bin ich zu hören? Ja, passt alles. Ich kann dich hören. Der allererste Satz war noch halb unterbrochen, aber das lag an mir, weil ich zu spät dein Mikro aktiviert habe. Aber jetzt sollte alles klappen. Ja, also es geht heute Abend um den Faktor Mensch, warum gesunde Trader mehr erreichen, ist der Titel. Wir haben ein Webinar vor uns der ganz anderen Art und ich sage es schon mal ganz am Anfang, wir haben heute viele Unterpunkte und jeder von euch, der da draußen, kann mit Sicherheit das eine oder andere für sich mitnehmen, was auch in der Zukunft sein Leben beeinflussen kann. Warum ist das so? Werden wir innerhalb der nächsten 60 Minuten sehen. Und ich glaube wirklich, jeder kann das ein oder andere mitnehmen. Gesunde Trader erreichen mehr. Es geht in diesem Seminar darum, warum unsere falsche Ernährungsweise, die viele von uns haben und die sehr oft Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Herz, Schlaganfall erzeugt, wie das letztendlich an uns nagt und auch stetig unsere Leistungsfähigkeit vermindert. Dann haben wir natürlich auch das Thema Stressventil Bewegung. Bereits zu Urzeiten haben Menschen Stress durch Bewegung abgebaut. Heute sitzen wir vor dem Trading-Computer. Wir wollen einfach mal beleuchten, wie können wir mit wenig Zeitaufwand Stress abbauen und auch zudem Muskelaufbau betreiben. Warum, werden wir sehen. Das Sprichwort "Du bist, was du isst" ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Wir wollen kurz streifen, welche Lebensmittel einen günstigen Einfluss auf unsere Hirnleistung haben, welche Lebensmittel Sie lieber sein lassen sollten. Wasser, der Powernährstoff. Warum ist Wasser so wertvoll für unseren Körper? Und wie viel sollten wir jeden Tag trinken? Und warum machen wir das nicht? Und warum rauben uns Zucker und andere alkoholhaltige Getränke Energie? Und warum leidet damit unsere Konzentrationsfähigkeit? Und letztendlich wollen wir kurz streifen den Trading-Arbeitsplatz. Warum ist es so wichtig, dass dieser ergonomisch sinnvoll ausgestattet ist? Das ist so der Leitfaden für die nächste Stunde. Und es ist nun mal so, dass statistisch belegt ist, dass durch die Einführung des Internets die Menschen immer bequemer wurden.
Dadurch wurden wir auch immer fülliger und werden immer fülliger. Man kann das also wunderbar erkennen. Das ist ein Trend natürlich wieder mal aus den Vereinigten Staaten. Und das Internet ist ja auch letztendlich aus den USA herkommend und hat damit an die ganze Welt eingenommen. Und durch die Einführung von Google, wir sprechen auch mittlerweile vom sogenannten Google-Zeitalter, sieht man sehr deutlich auch, welche Einflüsse das Ganze auf unser Leben hat. Viele von uns sind heute im Beruf 8 bis 14 Stunden gebunden, oft an einen Arbeitsplatz gefesselt, Trader auch. Nur ist das eigentlich im Sinne des Menschen? Wie tickt denn eigentlich der Mensch und was sagt die Evolution dazu? Ja, wie passen die heutigen Lebensbedingungen in der westlichen Welt zu dem, wo der Mensch herkommt? Und betrachten wir auch einmal den Datendurchsatz, den heute unser Hirn hat gegenüber dem Datendurchsatz eines Urmenschen. Wir gehen das mal ein bisschen von der Urzeit her durch. Wir wissen ja, wo wir vermutlich alle herstammen. Wir kommen nun mal alle vom sogenannten Affen, haben dann gelernt, vor 2 bis 4 Millionen Jahren zum Menschenaffen zu werden, haben versucht, den ersten aufrechten Gang, waren aber trotzdem noch ein sehr ungeschicktes Wesen, das auch noch keine einfachen Werkzeuge kannte. Später, vor 1 bis 2 Millionen Jahren von heute aus gesehen, wurden die Menschen geschickter. Es gab die ersten behelfsmäßigen Werkzeuge, zum Beispiel einen spitzen Stein, mit dem man Gegenstände bearbeiten konnte. Man ernährte sich hauptsächlich von Pflanzen. Später auch von Aas. Jagen konnte dieser Urzeitmensch noch nicht. Erst vor 40.000 Jahren, also man muss sich das wirklich vorstellen, 1 bis 3 Millionen Jahre später, ist eigentlich aus uns Menschen der sogenannte Homo sapiens geworden, der dann auch wirklich Werkzeuge hergestellt hat, wie zum Beispiel schon mal einen Speer. Es waren die ersten Jäger und Sammler, Ernährung aus Wurzel, Gemüse und Fleisch. Und man lernte, was Feuer ist. Man lernte, dass man sich am Feuer wärmen konnte und dass man auch damit Speisen zubereiten konnte. Vor 20.000 Jahren gab es die erste Feldbearbeitung, die erste Kultivierung von Feldern. Der Verstand des Menschen war so weit ausgebildet, dass er ein Feld angebaut hat und dass er daraus Nahrung beziehen konnte für sich, seine Familie und auch für das weitere Umfeld. Erst vor gut 200 Jahren kam dann die industrielle Revolution, die uns viele Dinge, die wir heute täglich nutzen, bescherte, angefangen von der Dampfmaschine, Maschine, Eisenbahn, Autos und, und. Ja, und heute sind wir im sogenannten Google-Zeitalter. Und der Trader ist dann da. Wenn wir das hier so betrachten, sieht man, dass das eigentlich auch eine wunderschöne Kurve ist. Der Affe vom Affen zum sich aufrichtenden Menschen, der dann wieder verkümmert. Wir betrachten die Entwicklung der Menschheit auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel, um nochmal so die Zeitabstände sich so ein bisschen vor Augen zu halten. Ganz am Anfang, vor rund 4 Millionen Menschen, haben wir den aufrechten Gang geübt, keine Werkzeuge gehabt, haben dann vor 2 Millionen einfachste Werkzeuge entdeckt und erst vor 40.000 Jahren Jäger, Sammler, Feuer, Gemüse, Fleisch, Kochen entdeckt und gelernt und angewendet. Und vor 20.000 Jahren die bewusste Vorratshaltung. Man muss sich mal diese Strecken hier betrachten, in welchen immensen Zeitabständen von Millionen von Jahren hier die Entwicklung des Menschen stattgefunden hat. Dann geht es auf einmal ganz rasant, vor 200 Jahren die Industrialisierung.
1970 kannte ein Großteil der Menschen noch nicht, was ist ein Computer. Und heute sind wir alle abhängig davon und haben einen Wahnsinnsdatendurchsatz in unserem Hirn, der vor 40, 50 Jahren überhaupt noch nicht absehbar war. Es muss einem bewusst sein, was sich in den letzten 50 Jahren verändert hat in der Menschheit. Und man spricht davon, dass die Halbwertszeit des Wissens, also die Zeit, wo sich das Wissen der Menschheit verdoppelt, immer mehr rasant verschnelligt. Man kann sagen, vor 4 auf 2 Millionen Jahren hat sich das Wissen der Menschheit einfach mal verdoppelt innerhalb von 2 Millionen Jahren. Man kann sagen, die nächste Ausbaustufe, wo sich das Wissen verdoppelt hat von 40 auf 20.000 Jahre, war hier in diesem Bereich. Heute ist es so, dass die Halbwertszeit des Wissens, also die Zeit, wo sich das Wissen verdoppelt der Menschheit, im Schnitt nur noch 2 bis 3 Jahre ist. In einzelnen Bereichen denken wir nur an die Autoindustrie, wo jedes Jahr neue Modelle kommen, oder an die Handyindustrie, wo es im Frühjahr ein Modell gibt, in den Herbst ein Modell. Man muss sich bewusst sein, in welchem Zeitalter wir leben, und wir sollten ein bisschen Fantasie haben zu sehen, was ist denn dann in 5, 10 oder 15 Jahren? Warum tue ich das hier alles aufskizzieren? Um rüberzubringen, wie sich der Mensch im Laufe der Zeit verändert hat, was das auch für Auswirkungen auf uns hat. Dazu später mehr. Wir machen hier einen kleinen Schnitt und betrachten, was sind denn die Einflussfaktoren für ein erfolgreiches Leben? Zum einen Bewegung, Ausgleichsaktivitäten, Essen. Was brauchen wir wirklich als Körper? Trinken, warum müssen wir das eigentlich? Wie ist die Gestaltung unseres Arbeitsplatzes? Sollte der ordentlich ausgestattet sein? Und auch noch ein ganz anderes Thema, was in späteren Seminaren fortgesetzt wird. Wir müssen uns Ziele setzen und diese mental manifestieren. Denn der Geist ist unser heutiges Werkzeug. Wir betrachten den Mensch jetzt mal für die nächsten paar Minuten als ein menschliches Konto, ein Brokerkonto. Im Normalfall, wenn wir geboren werden, sind wir alle gesund. Das heißt, wir erblicken das Licht der Welt und die meisten von uns kommen mit 100% Gesundheit, also mit einem vollgefüllten Konto zur Welt. Und wenn wir dieses Guthabenkonto, was wir uns jetzt hier fiktiv vorstellen, immer zu 100% gefüllt hätten, dann weiß die Wissenschaft heute, dass wir im Idealfall bis zu 120 Jahre leben können. Warum ist das aber nicht so? Und warum erreichen viele von uns nicht ein solches Alter, ob angestrebt oder auch nicht? Ganz einfach, es gibt körperliche Belastungen, es gibt stark emotionale Belastungen, Ernährung, Trinken, Bewegung. Es gibt also viele Einflussfaktoren, die dieses Gesundheitskonto belasten. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen näher an. Wenn wir das als Konto sehen, dann ist auf der Soll-Seite schlechte Ernährung, zu wenig getrunken, mangelnde Bewegung, starke körperliche Belastung, starke emotionale Belastung, zum Beispiel traurige Lebensereignisse oder Börsencrash oder Börsenverluste durch mangelhafte Diversifikation oder auch durch andere Ereignisse. Auf der anderen Seite kann man sein Gesundheitskonto wieder auffüllen durch eine ordentliche gesunde Ernährung, ausreichend Trinken, vernünftigen Sport und Bewegung, Erholungsphasen, Urlaub, Entspannung, Hobbys. Es ist also anzustreben, dass wir stets ein gut gefülltes Gesundheitskonto haben. Jetzt hat unser Körper die Eigenschaft, dass er uns erst einmal Kredit gibt. Wenn unser Konto, sagen wir mal,
nicht so gut bestellt ist, wir viele schlechte Einflussfaktoren haben, dann verzeiht uns unser Körper das zunächst einmal. Erst dann, wenn der Körper 70% seiner Energiereserven verpulvert hat, dann merken wir überhaupt, es geht uns schlecht. Aber dann können bereits schon Gesundheitsschäden eingetreten sein, die wir merken, die wir nicht merken oder die gerade in den Startlöchern stecken. Es kann also sein, dass wenn der eine oder andere unter uns ab heute sein Leben geringfügig ein bisschen ändert, dass das durchaus ganz starke Beeinflussung auf die Gesundheit hat. Und eine unangepasste Lebensweise an eigentlich den Mensch verkürzt unsere Lebenszeit und vermindert unsere Lebensqualität. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich zum Beispiel durch falsche Ernährung in der Vergangenheit das Thema Bluthochdruck hatte, zu viel Salz gegessen, ganz ehrlich. Und indem ich das erkannt habe und das für mich geändert habe, konnte ich auf die Pharmaindustrie, auf Tabletten verzichten. Nur mal so am Rande. Warum leben zum Beispiel Frauen im Schnitt 5 bis 6 Jahre länger? Sie essen in der Regel gesünder. Während ich als Mann eher mal zu einer Tafel Schokolade oder zu Chips greife, gerade dann, wenn Bayern München wie gestern, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, so ein spannendes Spiel abliefert, isst sie einen Joghurt. Frauen bewegen sich viel mehr als Männer. Das glauben sie nicht. Ich habe mir vor 2 Jahren und meiner Frau ein Bewegungsarmband gekauft und wir haben lange analysiert, was haben wir eigentlich für ein Bewegungsprofil. Und das Erstaunliche war, dass Frau durch Haushalt, Kochen, Bügeln, sauber machen und viel mehr aktiv war als Mann. Das heißt, wenn Mann nach Hause kommt, gemeint, er hat viel geschafft im Büro, hat er vielleicht am Tag 10% Bewegung gegenüber einer Frau, die zu Hause Haushalt und Kinder und Garten geschmissen hat. Und das passt dann wieder zusammen. Wer gesünder ist, wer sich bewegt, lebt länger. Und es ist nun mal einfach so, Männer sind oft fauler, essen ungesünder und bewegen sich viel, viel weniger. Und ganz ehrlich, persönlich kann ich nur sagen, nachdem ich alle diese Erkenntnisse gewonnen habe, habe ich noch viel, viel mehr Respekt vor den Leistungen der Frauen. Wir sollten uns also einen Ruck geben, Weichen stellen für eine gesündere Lebensweise. Genug trinken, gut essen, fit halten. Und wir sollten uns ein Motto geben, ein Lebensmotto. Und mein Lebensmotto zum Beispiel ist, im hohen Alter gesund sterben. Was für ein Alter ist aber dabei gemeint? Das Thema greife ich in so circa 10 Folien nochmal auf. Wir gehen nun mal kurz so vom Thema von der ersten Folie, die Themen durch Bewegung. Wir müssen uns mal betrachten, wie viel Kilo bewegte sich der Mensch zu Urzeiten? Wie viel bewegte sich der Mensch um 1900, 1970, 2000? Was bewegt sich der Mensch heute? Und jetzt gehen wir nochmal zurück, wo wir hier gewesen sind. Hier ist klar, der Uraffe, Mensch, hat sich nicht viel bewegt in seinem engen Kreis. Dann hat der Affenmensch angefangen, den aufrechten Gang zu üben, hat er auch noch nicht viel bewegt. Wie der Mensch dann ein bisschen mehr Intelligenz hatte und schon mal die ersten Werkzeuge hatte, auch wenn es die einfachsten war, hat er sich noch mehr bewegt. Und man weiß, wie der Mensch angefangen hat zu jagen als Jäger und Sammler, ist er im Schnitt pro Tag 80 Kilometer gelaufen. Der Mensch, der dann nachher angefangen hat zu kultivieren,
ist im Schnitt 40 Kilometer gelaufen am Tag. Der Mensch um 1900, weiß man heute, ist im Schnitt 20 Kilometer gelaufen. Noch um die 1970, also gerade mal vor 45 Jahren, können sich viele von uns erinnern, ist der Mensch im Schnitt immer noch 10 Kilometer im Schnitt gelaufen. Aber mit zunehmender des Hinzukommens des elektronischen Zeitalters, des Google-Zeitalters, ist es so, dass heutige Bürokräfte, das ist erwiesen, im Schnitt nur noch 500, 800 Schritte pro Tag gehen. Und Trader gerade mal 200 bis 400 Schritte am Tage, gerade dann, wenn sie ihr Traderbüro auch noch im eigenen Haus haben. Das muss man sich mal bewusst machen. Wie wollen wir gesund sein, wenn wir im Grunde, man sieht das ja, der Mensch früher hat sich aufgerichtet und dann beginnt eine Abwärtsspirale, dass er sich wieder verkrümmt. Und die Frage ist, wo geht das in der Zukunft hin? Was bewirkt Bewegung? Bewegung bewirkt zunächst einmal, dass wir wirklich auch Stress abbauen, der sich im Laufe des Tages aufbaut. Zum anderen ist Bewegung ganz, ganz wichtig dafür, dass Muskelaufbau stattfindet. Findet kein Muskelaufbau statt, ist das der Anfang des Zerfalls des eigenen menschlichen Körpers. Denken wir an die Raumfahrt, die ersten Raumfahrtunternehmungen und die Astronauten kamen zurück auf die Erde, konnten nicht mehr laufen, mussten gestützt werden, waren zunächst mal bewegungsunfähig. Warum? Weil kein Muskelaufbau betrieben worden ist und damit der Zerfall begonnen hat. Wichtig in dem Zusammenhang ist, was verbrennt denn in uns Fett? Ist es der Magen? Ist es der Darm? Nein, es sind die Muskeln, die Fett verbrennen. Deswegen ist auch für eine wohlgeformte Körperform letztendlich Muskelaufbau von entscheidender Bedeutung. Und das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum viele von uns mit der Zeit immer fülliger werden. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wenn wir nicht die Möglichkeit haben, wenn wir am Training sind, wenn wir nicht rauskommen, wenn wir uns nicht lösen können vom PC, dass wir trotzdem kleine Dehnungsübungen zum Beispiel am PC machen, dass wir uns öfter mal die Hände reiben, dass wir einfach mal die Thymusdrüse aktivieren oder dass wir auch mal die Ohrläppchen massieren, weil das alles sind anregende Reize, um die Durchblutung zu fördern, weil an all diesen Dingen sind zum Beispiel auch Nervenenden mit beteiligt. Jetzt kann man natürlich sagen, Sport. Sport ist Mord. Ich denke, kein Sport oder keine Bewegung, mangelnde Bewegung, ist letztendlich wirklich im weitesten Sinne Selbsttötung, weil damit beginnt der Zerfall. Streifen wir das Thema Ernährung. Falsche Ernährungsweise, das wissen wir heute, bewirkt nun mal Nachlass Leistungsfähigkeit, verstärkt die Bildung von Krankheiten, es kommt zu Übergewicht, Diabetes mit den Folgen letztendlich Herz, Schlaganfall, Krebs und. Auch Depressionen, was ja die heute am meisten diagnostizierte Krankheit ist, ist häufig die Ursache Mangelerscheinung, weil unser Hirn nicht die richtige Nahrung bekommt und unsere Gene, unseren Körper überhaupt nicht adaptiert sind für die heutigen Ernährungsgewohnheiten. Darauf schauen wir jetzt auch nochmal. Wir müssen uns zum Beispiel bewusst sein, dass viele Interessengruppen weltweit ja nicht das Interesse haben, dass wir gesund leben. Denken wir an die Nahrungsmittelindustrie. Hat die Nahrungsmittelindustrie das Interesse, dass wir gesund leben oder dass sie ihren Profit steigert?
Hat die Pharmaindustrie das Interesse, ihren Profit zu steigern? Oder hat sie das Interesse, dass wir durch Aufklärung, durch gesunde Lebensweise vielleicht keine Pharmaindustrie brauchen oder weniger? Natürlich hat sie ihren Sinn dann, wenn wirklich Erkrankungen vorliegen. Aber viele Dinge kann man wirklich durch eigenes begünstigtes Verhalten vermeiden. Auch dazu gucken wir uns einfach mal die sogenannte Ernährungsrevolution an. Der frühe Mensch hat sich ernährt von dem, was es in der Natur gab. Das heißt zunächst einmal von Früchten. Später dann auch von Gemüsen, von Wurzelgemüsen. Und wie er jagen konnte, vor 40.000 Jahren angefangen, kam dann auch die Idee, Fleisch zu jagen, also Tiere zu jagen, das zuzubereiten. Man hatte ja dann auch mittlerweile das Feuer und konnte dadurch auch zum Beispiel frühtümliches Grillen veranstalten. Im Industriezeitalter hat man dann den Fleischkonsum noch weiter gesteigert, hat aber auch heute immer mehr kohlenhydrathaltige Produkte, die man heute isst, die man früher nicht so gegessen hat, wie zum Beispiel Pommes oder Brot oder Mehlspeisen und. Das gab es früher alles nicht. Und heute ist es nun mal so, und das ist einfach genial, durch unsere Ernährung, und es ist nun mal statistisch erwiesen, und dieser Trend kommt natürlich wieder aus den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland gab es noch nie so viel Übergewichtige wie heute. Ursache: Ernährung, die zwar teilweise sehr, sehr gut schmeckt, zugegebenermaßen, auch ich gehe schon mal zu McDonald's oder zu KFC, aber das muss man mit Maßen machen, weil wenn man es übertreibt, ist das nun mal die Vorstufe dazu, dass wir krank werden. Es ist ganz klar, dass wenn man sich gesund ernährt, wesentlich weniger Herz-Kreislauf-Kranken und andere Zivilisationskrankheiten uns erreichen können. Und es ist zum Beispiel so, in Afrika, in den entlegenen Gebieten, die noch nicht so industrialisiert sind, sage ich mal, kennt man gar keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da kennt man keinen Bluthochdruck. Da kennt man keinen Diabetes. Aber bei uns tun diese Krankheiten in die Höhe schnellen. Und wenn wir uns nicht selber an die Haare greifen, an den eigenen Schopf greifen, dann tun wir durch unsere Gewohnheiten uns selber früher unser Grab schaufeln. Und letztendlich, ich weiß, das ist ein bisschen drastisch, werden wir selber zu Schweinen. Wir haben angefangen, aufrecht zu gehen, haben angefangen zu kultivieren, haben das Industriezeitalter, sind im Google-Zeitalter, und wenn wir nicht aufpassen, uns zu verändern, dann werden wir alle irgendwo, ja, auch als Schweine enden. Ich weiß, ein bisschen hart. Krass, aber ich denke, das muss so sein. Abnehmen. Warum funktioniert das nicht? Wer von uns hat nicht schon versucht abzunehmen und verdammt nochmal, es funktioniert einfach nicht. Warum wirkt der Jojo-Effekt? Und das Thema ist wieder der Urzeitmensch. Weil, denken wir mal daran, an den Urzeitmensch, an den Mensch vor 40.000 Jahren, denn den Jäger und Sammler, der noch 80 Kilometer am Tag gelaufen ist, um zu jagen, um letztendlich nach Hause Nahrung zu bringen, damit die Familie satt wird. In uns steckt drin dieser Urzeitmensch, denn nicht jeden Tag hat der Jäger Beute mit nach Hause gebracht. Das heißt, auch dort gab es Hunger, Hunger über Tage, bis der Jäger wieder etwas erlegt hat. In dieser Zeit hat der menschliche Körper den Stoffwechsel einfach reduziert, weil er sich gesagt hat, ich kriege jetzt keine frische Nahrung, also muss ich reduzieren. Und dann, wenn der Körper wieder Nahrung bekommen hat, ja, dann war das Hungergefühl weg, war glücklich
und hat sich dann Fettreserven angelegt für die nächste Hungersnot. Und das ist unser Effekt heute, wenn wir versuchen abzunehmen. Wenn wir heute machen FDH, ich sage immer schön Frust durch Hungern, dann sagt der Körper, hoppla, wir kriegen eine Hungersnot, ich muss den Stoffwechsel reduzieren. Das heißt, einige Bereiche des Körpers werden etwas ruhiger gestellt, damit weniger Kalorien verbrannt werden, aber damit nehme ich nicht ab. Und dann wieder was zu essen, sagt sich der Körper aus seiner Erfahrung des Urzeitmenschen heraus, ha, jetzt kann ich mich satt fressen und ich kann noch ein paar Fettdepots füllen. Also funktioniert FDH nicht. Es funktioniert wirklich nur das richtige Essen mit Gemüse, Obst, magerem Fleisch, Bio möglichst und möglichst wenig Kohlenhydrate, vor allen Dingen zum Beispiel abends keine Kohlenhydrate mehr. Ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate ist wirklich ein Zauberwort, was auch mir schon geholfen hat, ganz einfach mal ein paar Kilo zu verlieren. Einfach mal konsequent einige Wochen abends ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate und ihr werdet euch wundern, was das auf der Waage ausmacht, wenn man sich dabei auch tagtäglich eine halbe Stunde bewegt. Später machen wir dazu auch noch mal einen kleinen gedanklichen Ausflug zu einem Kopierer, so wie er in jedem Büro steht, um das Ganze noch mal ein bisschen zu vertiefen. Wir betrachten jetzt auch noch mal Wasser als Powernährstoff. Viele von uns trinken viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen uns einfach mal fragen, aus was besteht denn der Mensch? Und warum müssen wir trinken? Und wie viel müssen wir denn eigentlich trinken? Je nach Konstitution kann ich Ihnen sagen, und Körpergewicht sollten wir im Schnitt 2,5 bis 4 Liter trinken. Man sagt Faustregel, ganz einfach Faustregel, 40 bis 45 Milliliter. Warum? Jeder von uns sagt, oh Mist, warum soll ich so viel am Tag trinken? Ich habe doch gar keinen Durst. Und dann muss ich nur wieder mehr auf die Toilette. Klar. Mir geht es genauso. Aber Wasser ist in unserem Körper das Transportmittel für Nährstoffe und Sauerstoff vom Magen ins Blut und zu den Zellen. Und für den Abfalltransport der Abfallprodukte aus den abgestorbenen Zellen oder aus dem, was die Zellen absondern, was sie nicht mehr brauchen, ist die Flüssigkeit zuständig. Und wenn wir zu wenig trinken, dann wird auch erstens zu wenig zu den Zellen an Nahrung und Sauerstoff gebracht und auf der anderen Seite auch wieder zu wenig weggebracht auf die Mülldeponie Richtung Darm. Also zu wenig trinken bedeutet zu wenig Gifttransport, zu wenig Nährstoffversorgung, zu wenig Sauerstoffversorgung. Und man muss wissen, nicht abtransportierte Altstoffe werden bei uns ins Fett abgelagert. Also wichtig ist, wenn man abnehmen will, ein bisschen sein Gewicht korrigieren will, viel, viel, viel trinken, damit auch die Giftstoffe ausgeschwemmt werden. Dazu braucht man nicht auch wieder unnötig irgendwelche Pharmaka. Man muss sich bewusst sein, dass unser Körper insgesamt, wenn man alle Adern, Venen, Äderchen, alles aneinander reiht, da 100.000 Kilometer Wege sind, die jeden Tag versorgt werden wollen mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Und wenn wir nicht genügend trinken, vertrocknen wir. Und ein Thema ist zum Beispiel, Alter lässt das Verlangen nach Flüssigkeit nach. Ältere Herrschaften oft haben kein Verlangen mehr nach Trinken. Und sehr oft ist ein Grund, warum es älteren Herrschaften nicht gut geht, dass sie ganz einfach dehydrieren, nicht genügend trinken. Aber auch für uns, ob wir 40 oder 50 oder 30 sind, heißt es, trinken, trinken, trinken ist eminent wichtig.
die Frage in dem Zusammenhang, was ist Altern? Wer will nicht alles von uns jung bleiben? Unsere Zellen in unserem Körper reproduzieren sich ständig, andauernd, in jeder Sekunde erneuern sich Zellen in unserem Körper. Wir müssen uns das mal vorstellen wie in einem Kopierer. Hat der Kopierer einen schlechten Toner, zum Beispiel jetzt assoziiert zu Menschen, Fertignahrung, Drogen, Alkohol, stark zuckerhaltige Getränke, dann werden die Kopien natürlich auch nicht so gut, als wenn ich einen sehr guten Toner habe. Und genauso ist es bei Menschen, wenn die Zellen des Menschen sich erneuern und er hat kein gutes Nahrungsangebot, ja, dann werden natürlich die Zellen auch nicht so gut. Und das ist Altern. Eine mangelhaft gewartete Maschine, also keine Sport, keine Bewegung, keine Schmierung, macht auch den Kopierer alt und erhält nicht so lange. Genauso ist es bei Menschen. Schlechtes Umfeld, Unzufriedenheit, Stress, falsche Freunde schaden den Menschen. Beim Kopierer analog, falscher Standort. Steht er zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit ist oder wo ständig hohe Sonneneinstrahlung ist, hält er natürlich nicht so lange, als wenn er ein schönes, schattiges Plätzchen hat. Das heißt, wie bei einem Kopierer kann man sich unser Verhalten als Mensch vorstellen. Schlechter Toner, mangelhaft gewartete Maschine, schlechtes Umfeld, beim Menschen Ernährung, Trinken, Bewegung, beim Kopierer schlechte Kopien, beim Menschen Krankheiten, frühzeitiges Altern, hinvegetieren und ab ins Altersheim. Das muss einem klar sein, dass wir selber unser Schicksal bestimmen durch unser Verhalten, was wir täglich an den Tag legen. Aber was für ein Alter ist überhaupt gemeint? Unsere Zeitrechnung meint mit Alter eigentlich sprachgebräuchlich die aktuelle Zeit, die bisher in unserem bekannten Zeitrechnung seit der Geburt vergangen ist. Das heißt ja, wie alt bist du? So, der eine sagt, ich bin 45, ich bin vor 45 Jahren geboren, ist richtig. Aber man ist ja nicht so alt, wie man denkt. Denn der Körper ist ja ein wundersames Gebilde. Unser Körper besteht aus Abermillionen von Zellen. Ich kann es gar nicht aussprechen. Millionen, Billionen, Trillionen Zellen. Täglich sterben davon ab und werden erneuert 200 Millionen Zellen. Es muss uns bewusst sein, dass der Lebenszyklus von Zellen, Hautzellen zum Beispiel 2 bis 4 Wochen ist, Leberzellen 200 bis 300 Tage. Selbst 100.000 Denkzellen werden jeden Tag erneuert. Das heißt, sind wir wirklich seit der Geburt 45, 50, 30, 60 Jahre alt? Ich mache mir mittlerweile einen Spaß daraus, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin. Ich sage, ich bin 2 Jahre. Die Leute schauen einen verwundert an, aber man muss sich bewusst sein, wir sind ja nicht 45 Jahre alt, sondern viele von uns sind ja gerade mal von ihren Zellstrukturen maximal 2 bis 3 Jahre alt, weil viele Zellen sind ja sehr, sehr jung. Nur wenn wir schlechte Kopien von sich erneuernden Zellen erzeugen, schlechte Nahrung, wenig Trinken, wenig Bewegung und, sind natürlich die Kopien schlechter und damit altern wir und damit lässt unsere Leistungsfähigkeit nach. Unser Körper hat ja auch zum Beispiel unheimliche Selbstheilungskräfte. Wenn wir uns verletzen, beginnt der Körper wahnsinnig schnell sofort nach einer Verletzung, sofort mit der Heilung. Und genauso ist es, wenn wir hingehen, ab heute unser Leben umstellen, mehr trinken, anders essen, uns mehr bewegen, beginnt der Körper sofort ab morgen sich umzustellen, um sich zum Positiven zu entwickeln. Und wichtig ist auch, der Körper hat die Fähigkeit der Superkompensation. Haben wir eine Verletzung, zum Beispiel einen Knochenbruch, da wo der Knochenbruch ist, heilt er nicht nur, sondern dort wird der Knochen stärker. Wenn wir zum Beispiel irgendwo Hornhaut haben an den Händen, Füßen,
dann ist das auch ein Ausdruck, dass der Körper merkt, dort ist mehr Belastung, dort muss ich das Gewebe verstärken. Also Sie sehen, der Körper reagiert sehr stark auf das, was ihm vom Außen angeboten wird. Das heißt, wir müssen alle die Ziele haben, gesund ernähren, viel trinken, Ausgleichssport, viel frische Luft, ausgleichende Aktivitäten, damit wir das Ziel erreichen, was sich jeder selber setzen kann. Bei mir ist es im hohen Alter gesund sterben. Und mein Ziel habe ich zum Beispiel für mich gelegt bei 108 Jahren, aber gesund. Wir wollen noch kurz den Trading-Arbeitsplatz streifen. Warum ist das wichtig? Ist zum Beispiel der Schreibtisch richtig aufgestellt? Hat er die richtige Höhe? Sind die Arme gut aufgewinkelt? Verkrampfen wir uns? Haben wir überhaupt den richtigen Bürostuhl? Weil ein Sessel im Wohnzimmer, ganz ehrlich, der tut's nicht. Ein richtiger Stuhl tut sich mehrdimensional einstellen und entlastet auch die Wirbelsäule. Und damit kann, wenn die Wirbelsäule und nicht verkrümmt wird und sich keine Nervenfasern einklemmen, viel mehr Lebensenergie auch ins Hirn und wir können wesentlich agiler auch denken, auch im Trading. Also wichtig ist, dass der Trading-Arbeitsplatz richtig eingerichtet ist, zum Beispiel nicht vorm, den PC vorm Fenster mit falschem Licht, sondern immer der Trading-Arbeitsplatz möglichst 90% im Winkel zum Fenster. Einen richtigen Stuhl, der kostet nun mal 5 Euro mehr, der eine dreidimensionale Bewegung ermöglicht, sodass ein Wippmechanismus da ist, in alle Dimensionen, sodass wirklich auch hier keine Verkrampfungen möglich sind und man auch unter Umständen wirklich lange Zeit sitzen kann. Und das fördert ganz einfach die Durchblutung und verhindert auch eine schlechte Haltung, damit das nicht passiert, dass das, was ich Ihnen vorne in den Bildern gezeigt habe. Zusammenfassung. Wir haben alle, der ein oder andere hat immer irgendeinen Verbesserungsbedarf. Der eine bewegt sich zu wenig, der andere trinkt zu wenig. Viele essen nicht das, was der Körper eigentlich wirklich braucht. Oder es wird der Arbeitsplatz nicht richtig eingerichtet. Ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe und dass Sie das ein oder andere mitnehmen und sich vielleicht in Ihrem Leben etwas bewegen kann. Goethe sagte schon, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist auch nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. In diesem Sinne schließe ich meine Ausführungen und übergebe wieder an Stefan. Ja, herzlichen Dank, Eberhard, für dieses spannende Webinar, für dieses spannende Thema. Spannend ist vielleicht gar nicht ganz das richtige Wort dazu, sondern es ist einfach ein bedeutendes Thema und wahrscheinlich einfach auch mehr bedeutend als die Frage, gehe ich gleich im DAX long oder short, sondern es ist eine viel grundsätzlichere Frage. Und ja, ich finde es klasse, was du uns hier in Summe präsentiert hast, auch die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast. Ich weiß nur zu gut, Folien entstehen nun mal nicht von selbst, sondern da ist auch einiges zu machen, bis man das mal alles so zusammengesammelt hat. Richtig jetzt im Sinne einer normalen, nennen wir es mal, Diskussion, ist jetzt nicht ganz so einfach möglich. Wenn es noch Kommentare gibt, gerne immer willkommen. Spezifische Nachfragen natürlich auch. Gerne auch per E-Mail, ist gar kein Problem. Wenn gar nichts anderes hilft, dann auch einfach an info@tradingstars-de. Das ist immer eine Möglichkeit, uns zu erreichen und so auch dann indirekt auch Eberhard zu erreichen. Also wirklich, Eberhard, herzlichen Dank. Also auch mich hat es sehr gefreut, das Ganze zu hören. Ich habe mich auch nur zu gut und zu oft wiedererkannt in deinen Ausführungen. Ganz bewusst oder ganz besonders, als du auf gestern Abend angespielt hast. Ich gestehe, ich hatte eine Chipstüte in der Hand und habe begeistert dem Spiel zugeguckt. Also genau das Musterbeispiel für das, wie es vielleicht nicht ganz optimal ist. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Eberhard. Aufzeichnung ist auch von diesem Webinar natürlich da.
Der eine oder andere kann das auch nochmal sich nachhören, auch nochmal sich informieren. Also vielen, vielen herzlichen Dank an alle, an die zahlreichen Teilnehmer. Ich bin wirklich auch begeistert, überrascht, dass wir hier eine so hohe Anzahl von Personen bei dem Webinar hatten. Das zeigt mir auch, wie wichtig jedem Einzelnen auch genau ein solches Thema ist. Also vielen Dank an alle und ganz besonders an dich, Eberhard. Und bis demnächst mal und heute noch einen schönen chipsfreien Abend. Macht's alle gut. Bis dahin. Tschö.